Viele haben sich immer wieder gefragt, ob die Dinosaurier schon Läuse hatten. Und die Forschung hat herausgefunden, ja, schon lange vor dem großen Einschlag gab es Läuse, die Vögel und frühe Säugetiere befallen haben und auch Saurier mit Federn. Diese Krallen der Kultechsen dienten demzufolge weniger der Jagd, sondern mehr dazu, sich zu kratzen. Und man versteht auch, wieso die Delfine ins Meer zurückgekehrt sind und warum die Rasierer immer mehr Klingen haben. Morgen geht's weiter.